Moin Leute, was geht? Mein Name ist der junge Zocker auf der PlayStation 3. Ups. So, jetzt müsste es funktionieren. Moin Leute, was geht? Mein Name ist der junge Zocker auf der PS3. Oder besser gesagt, YouTube Gamescom. Ja, ich habe heute mal ein kleines Ründchen infiziert für euch wieder mal vorbereitet. Video auch mal wieder Zeit. Habe ja sehr viel GTA gebracht in letzter Zeit und habe einfach mal wieder Spaß gefunden an Ghosts, ganz ehrlich. Finde ich ganz klasse Spiel, obwohl ich so ein schlechter Spieler bin. Naja, aber ich wollte heute nochmal reden über ein paar Sachen. Zum Beispiel die PS4. Ihr kennt sie alle. Eine sehr coole Konsole. Ich habe sie schon mal gesehen. Mal angefasst und mal sogar draufgezockt, aber nicht. Ich besitze sie leider noch nicht. Und Gott sei Dank zum Glück noch nicht. Weil ich hauptsächlich auf der PS3 GTA 5 spiele und es eigentlich für mich keinen Sinn macht, diese Konsole zu kaufen. Und 400 Euro, Leute. Ach du Scheiße. Da kriege ich ja Kotzkrämpfe, wenn ich das höre. 400 Euro. Ach du Scheiße. Und dann nochmal 70 Euro für ein Spiel, Leute. Dann legen wir bei 500. Genau, so sieht's heute aus. Und wer hat schon 500 Euro einfach mal locker? Ich glaube, nicht jeder, oder? Das merkt man auch, dass die meisten die PS4 irgendwann mal zur Seite legen und dann wieder GTA 5 spielen auf der PS3. Aha. Ein paar Freunde von mir haben nämlich die PS4, aber legen die tatsächlich zur Seite, weil die hauptsächlich GTA 5 spielen. Ah. Oh ja, also 400 Euro in den Sand gesetzt, würde ich jetzt so nicht sagen. Würde ich so jetzt nicht sagen. Also ich diskutiere gern hier. Also wir können jetzt hier mal ein bisschen über die PS4 reden, über die Xbox One. Es sind beide tolle Konsolen. Toll. Einfach toll. Die Xbox One ist eigentlich mehr dafür gedacht hier für Bewegung, für, ja, Kameraspiele. Die Xbox One-Kamera ist einfach geil. Also da kann die PS4-Kamera einpacken. Aber die PS4 ist halt eher für die Gamer ausgelegt hier. Man kann auf der PS4 zum Beispiel 2000 PlayStation-Freunde adden oder in der Liste haben. Man kann so Sprachnotizen machen wie WhatsApp so. Zum Beispiel drückst du auf die Taste Hallo und dann hört der andere Hallo zurück. Das finde ich richtig, richtig geil. Ach Leute, ich würde euch allen Abonnenten hier ein fettes Moin Moin hier zuschicken, wenn ich die PS4 hätte, aber ich habe sie leider noch nicht. Oh! Oh, oh Gottes Willen. Erschreck mich doch nicht so. Wer ist denn das? Play Massiv. I Play Massiv. Ach so, ich dachte schon, du wärst Saraza. Aber das spielt ja auf der Xbox. What the fuck? Ein Kill, Baby. Wow. Och, Leute, ich freue mich voll. Die haben mich die Infizierten nämlich noch nicht erwischt. Ach, herrlich, Leute. So, genau. Was gibt's eigentlich noch zu bereden? Es gibt ja viel zu reden eigentlich. Ja, ja, ja. Ich möchte auch nicht mehr das Thema Apokalypto anwenden in meinen Videos. Ich habe natürlich im letzten Video gesagt, ich habe viele Fehler gemacht und werde jetzt auch nicht mehr drauf eingehen. Boah. Ich hoffe, das neue Call of Duty kommt bald raus und das wird hoffentlich besser. Boah, es gibt einfach Dinge, die ich an Call of Duty hasse. Das sage ich euch ganz ehrlich. Das sind zum Beispiel jetzt bei Ghosts die Waffen. Ich meine, die Waffen sehen richtig scheiße aus. Sind wir doch mal ehrlich. Sieht doch aus wie ein Aalkopf. Verrecke du! Verrecke doch! Gott sei Dank. Wunderbar. Leute! Ich glaub's noch nicht, aber der ist so schlecht, der da unten. Der schafft's einfach nicht, uns abzuknallen. Ich glaub, ihr wisst, was das bedeutet. Ich zeig Zivilcourage und opfer mein Leben. Oh! Sollen wir dem Messer abknallen? Ah, ich opfer mich doch nicht. Der kommt gleich da hinten raus. Achtung! Feuer, 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 Feuer! Ah, oh, geil! Herrlich! Oh! Super! Hey, super gemacht! Wie heißt du? Mamu! Super! Ah, der Mamu. Auf den kann man sich verlassen, sag ich euch. Was ist das eigentlich für eine Waffe, die man so nachlädt? Ich habe ja noch nicht gesehen hier in meinem Leben hier. So ein Stangenmagazin. Vorne rein. Nicht schlecht. Sieht cool aus. Jetzt muss ich mal schauen, wo sich die Gegner befinde. Ja, wo hat er sich denn verpisst? Jetzt sind es schon zwei Infizierte. Jetzt tut sich da mal was. Hat sich ja lange nichts getan hier. Hallo? Hallo? Komm schon, Leute. Das ist aber echt eine lahme Runde hier. Passiert ja gar nichts. Moin, moin. Naja, ich wollte mich nochmal bedanken, Leute. Ihr seid die geilsten Abonnenten, die es gibt auf YouTube.
Ich finde euch richtig klasse, dass ihr auch die Treue haltet, egal was passiert. Und ihr wisst ja, bei mir passiert ja ab und zu mal was. Das gibt's ja gar nicht. Hier, guck mal, die Infizierten machen ja gar nichts hier. Da muss ich mich selbst opfern. Kommt schon, ihr könnt mich ruhig töten. Ich zeige jetzt einfach mal ein bisschen Zivilcourage. So. Ja, wo seid ihr denn? Moin, moin, wie geht's dir? Ah, das Tor bewegt sich. Scheiße. Ja, hier passiert nicht mehr viel. Na, versuchen wir noch den Getränkeautomat zu knacken. Klappt auch nicht. Naja, auf jeden Fall bin ich mal ganz oben an der Liste. Haben ganze 3 Kills gemacht für infiziert. Super. Und wollte mich nochmal bedanken. Und haut rein, Leute. Bis dann. Und ciao. What the fuck?